Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Niklas Zimmer, welches wir jetzt erstmal gründlich untersuchen. Und ich schau mal, wir haben hier noch Puzzleteile und ein Chamäleonobjekt. Gut, das ist nicht so wichtig, finde ich. Wichtiger sind diese Karten und da haben wir die beiden Sündenkarten schon gefunden. Niklas liebt es zu trinken und zu jagen. Scheint mir langweilig zu sein. Wir gucken uns, ach gut, ihn trotzdem mal an. Er hat Wurfsterne. Können wir mit ihm sprechen? Sneaking around again? Find my stolen revolver and bring it back. Maybe then I'll talk to you. Du schleichst wieder herum? Finde meinen gestohlenen Revolver und bring ihn zurück. Vielleicht werde ich dann mit dir reden. Boah, können wir ihn irgendwie... Schlaf weiter. Niklas möchte, dass ich... Möchte vor allen Dingen, dass ich seinen Revolver finde. Ich will es auch. Ich wette, es ist dieselbe Waffe, die Matthew erschossen hat. Naja, angeschossen. Die Whiskyflasche ist verschlossen. Hier haben wir ein kaputtes Bild. Wahrscheinlich hat er schon rausbekommen, dass seine gute Dame, die er sich ausgesucht hat, pleite ist. Ist ein Jagdzimmer mehr. Gucken wir mal in die Truhe rein. Ist keine Truhe, es ist seine Bar. Ein teurer goldener Kerzenständer, komplett mit Blut bedeckt. Ich kann etwas Fleisch darin sehen. Ach so? Ist wohl eine Kühlkammer, was? Ja, Absinth ist ein ziemlich starkes Getränk. Gut, ich nehme mal an, wir versuchen oder wir müssen dann noch ein paar Alkoholflaschen suchen. Hier ist ein Törtchen. Ach, guck mal, das habe ich jetzt gerade gesehen. Prima. Fehlt uns nur noch das Puzzleteil. Das sieht aus wie ein Geheimfach. Ich gehe mal. Katharinas Zimmer. Ach, die... Teilt sich das? Also teilen im Sinne von... Der kann doch hier nicht immer schlafen. Oh, guck mal. Ein Wimmelbild. Aber... Ja. Naja, also, ja. Okay. Machen wir mal endlich mal wieder ein Wimmelbild. So, die Fahne haben wir schon mal. Dann nehmen wir die Medaille. Oh Gott, der Arme. Oder das arme Reh. Nee, ist ein Hirsch. Hier braucht man einen Schlüssel. Ja, was sind denn das für komische Kingstände? Ist das ein Auge? Nee. Okay, also, die Taschenuhr braucht eine Kette, die liegt hier. Da haben wir eine Münze. Hier haben wir ein Auge. Ach, und hier haben wir auch noch ein Auge. Dankeschön. So, damit haben wir das Rasiermesser. Die 12, die müssen wir hier wahrscheinlich noch einritzen, nehme ich mal an. Mit Kohle. Ja. Okay. Den Golfball. Muschel haben wir schon mal. Das Schloss. Aha. Glocken, Schloss und Rose. Die braucht etwas Wasser, so wie sie aussieht. Und hier haben wir ein Glöckchen. Und irgendwo war doch... Ach, da. So, jetzt müssen wir irgendwie nur noch das Schloss aufbekommen.
gibt's doch bestimmt irgendwo einen Schlüssel. Ach, da. Ich wollte die Kette abnehmen, das arme Ding. Und wir haben ein Rasiermesser. Absinth haben wir. Naja, können wir auch gleich reinmachen. Ja. Cognac fehlt uns noch, Whisky fehlt uns noch. Schraubenschlüssel, Rasiermesser. Was haben wir denn hier? Ach Gott, der Arme. Du bist ja richtig bissig. Da stecke ich meine Hände sicher nicht rein. Naja, der Arme. Sitzt da die ganze Zeit allein in so einem komischen Glas. Ihr Vögelchen, hast du Hunger? Ich kann Dünger verwenden, um die Pflanze wiederzubeleben. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben Pinsel. Und eine Patronenhülse. Die stimmt mit dem überein, mit dem Matthew erschossen wurde. Mhm. Machenschaft mit Abels Papieren für Geld. Eieiei. Aber wir suchen noch weitere Beweise. Huch, da. Ich habe immer noch nicht genügend Beweise gesammelt. Also, hier haben wir schon mal eine Karte. Die ist wichtig. Und hier ist auch eine Karte. Damit haben wir alle beiden. Beide. Okay, ist Katharinas Zimmer. Ich frage mich, welche Geheimnisse sie verschweigt. Hier mal erstmal ein Zettelchen. Denke nicht einmal daran, mich zu verlassen oder irgendjemandem die Wahrheit zu sagen, sonst erzähle ich jeden von deinen Machenschaften. Ich weiß, dass du keine Chance unversucht lassen wirst, die dir mehr Geld einbringen könnte. Wenn du reich sein willst, musst du bei mir bleiben. Wenn ich rausgeschmissen werde, dann bist du auch weg. Also ich denke mal, der Brief ist von Niklas. Den hat er an Katharina. Umgekehrt? Katharina erpresste Matthew wegen seiner Geldmacherei. Offenbar hatte Katharina ein Geschenk für Matthew. Ich bin froh, dass ich es zuerst gefunden habe. Okay, damit habe ich jetzt nicht so gerechnet, aber gut. Die Familie ging vor Marys Tod in Konkurs, wollte Giselle zu einer Verdächtigen machen. Genau. Ach, ein Puzzleteil. So, nehmen wir den Cognac mit und hier ist... Wie kann ich das vorsichtig öffnen? Mit einem Rasiermesser. Fällt gar nicht auf, dass wir dran waren. Und wir haben ein Märchenbuch. Irgendein Buch. Okay, hier braucht man Fisch. Haben wir jetzt wirklich alle Karten? Ja. So, raus. Dann packen wir den Wein mal hier oben hin. Ach, ich habe Dünger. Ich weiß nicht, wo ich den herbekommen habe, aber wir haben Dünger. Bitteschön. Das siehst du, geht's ja gleich viel besser. Ja, und der Vogel hat ja auch noch Hunger. Müssen wir mal gucken. Oh, die protzen ja alle mit ihren... mit ihrem Schmuck. Okay, also ein Buch. Die Schale hat auch noch geleuchtet. Genau, da kommt das Futter rein. Mhm. Hier hat man Geheimfach. Armband? Nee. Ring? Nee. Okay, das müssen wir wegbürsten. Bekomme ich aber jetzt ohne Bürste nicht hin. Das ist abgeschlossen. Ah, guck mal. Können wir abschreiben. Die Whiskyflasche ist verschlossen. Ach, er guckt uns immer noch an. Mach's gut. Du bist mir unheimlich. Ihr kennt ihn nicht, den guten alten wässrigen Cognac.
So, Whiskyflasche brauchen wir noch. Pinsel. Warte mal, Pinsel. Marys verlorener Schuh voller Blut. Jemand hat versucht, ihn zu zerstören. Mary Mason, Abels Frau, Alter 25, fröhlich und nett, tot vom Turm gefallen. Entdecke Katharinas Pläne. Haben wir gemacht. So, wir haben den Schlüssel für den Whisky. Mach mal deine Augen zu, ich muss mal den Whisky mopsen. Eieiei. Huch. Mhm. Fleisch für den Falken. Es regnet schon wieder. Mann, 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 was für ein Wetter. So, was haben wir denn bekommen? Ein Ohrring. Ach, das ist ein Schmuckhalter. Jetzt verstehe ich. Gut, dann fehlt uns eigentlich dafür nur noch ein Ohrring. Aber damit haben wir die Pistole immer noch nicht gefunden. Wir müssen ja da irgendwie noch ran. Ach so, warte mal. Ja, der Schuh, der kommt erstmal zu Mary und der Ex. When two dark figures suddenly appeared from the wall, Mary mistook them for ghosts. Scared, she jumped out onto the old balcony. She later recognized the visitors. But Katharina wouldn't let her back in. She made threats to find out what Mary knew. But Mary refused to tell. Matthew yelled. He reached for Mary's hand. But it was too late. The old stones crumbled, and Mary fell to her death. Katharina quickly made a new plan to use the event to destroy her rival, Giselle. Jetzt habe ich einen Gegenstand, der mir dabei hilft, die übernatürliche Aktivität loszuwerden. Okay, also mit Absicht haben sie nicht umgebracht. Hätte mich auch gewundert tatsächlich. So, bitteschön. Jetzt kannst du erstmal wieder ins nächste Zimmer schweben. So, hier. Ja. Hier brauchen wir die zwei Bücher. Einige Bücher sind weg, ja. Das habe ich tatsächlich auch schon selber bemerkt. Unglaublich, aber wahr. Da. Trauben. Ernsthaft? Naja, was für ein Tausch. Nee. Doch. Irgendwas ist hier noch. Aber was? Ach. Good morning. So, die Bücher, die packen wir mal ins Regal. Die sind kostbar. Vervollständige das Bild. Wähle zwei Bücher aus, um sie zu tauschen. Ja, super. Bestimmt ein Drachen oder sowas. Boah, wo ist denn hier vorne und hin? Also du bist auf jeden Fall schon mal hinten. Du bist auch hinten. Du bist auch hinten. Ne. Wo kommt denn der hin hier? Okay, was haben wir denn da? Was habe ich getan? Ich habe meinen geliebten Matthew angeschossen. Was wäre, wenn er gestorben wäre? Jetzt ist er sauer auf mich. Er glaubt nicht, dass ich den Detective töten wollte. Er glaubt, ich hätte ihn betrogen. Aber ich habe nur versucht, sein Versagen zu verhindern. Er hätte sich früher drum kümmern sollen. Männer, nutzlose Kreaturen. Warum muss ich immer alles selbst machen? Ich hasse dieses Anwesen und alle, die hier leben. Ich werde alles verbrennen. Oh. Aber ich sag mal, so wird es schwierig werden bei dem ganzen Gold und Messing und was hier alles so ist. Es war also Katharina, die auf uns geschossen hat. Jetzt verstehe ich alles. Ich muss Mary rächen. Nein, müssen wir nicht. Rächen.
sprechen hier niemanden. Ist ja nicht unsere Angelegenheit. I can't believe Katerina cheated on me. I'm a good man, you know. I want her and that traitor punished. Ich kann nicht glauben, dass Katerina mich betrogen hat. Ich bin ein guter Mann. Ich möchte, dass sie und dieser Verräter bestraft werden. Naja, eigentlich möchte ich dir auch eine runterhauen. Ich weiß nicht, der hat so ein gemeines Grinsen. Ach Mensch, George. Lord Abel wants you all to come to the castle hall. Please follow me. Aber sahst du nicht mal anders aus, George? Was passiert? Also in die Hand? Lord Abel möchte, dass ihr alle in die Schlosshalle kommt. Bitte folgt mir. Okay, aber wir gucken uns erstmal. Da komme ich nicht mehr ran. Was? Jetzt ernsthaft nicht? Ich habe ja auch nichts mehr im Inventar. Naja, gut, dann gehen wir mal. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, jetzt geht's los hier. Mr. Marple. Well, thanks to my friend's investigation, I now know what happened in this castle. Katerina and Matthew, you're guilty of causing Mary's death. I'm calling the police and having you both arrested. You're just a bunch of overweight aristocrats. You won't get me that easily. Ach du meine Güte, ist sie verrückt. Arme Giselle, ich muss ihnen folgen. Also die ganze Szene ist so lustig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ach, gefällt mir. Ja, was ist denn mit ihm hier? Er kann es gar nicht glauben. Er braucht ein Schläfchen. Tja, Matthew. Ich hoffe, George ist stark genug, um diesen Schurken festzuhalten. Niklas ist überhaupt nicht hilfreich. Ach nee, ist nicht wahr. Gut, wir gehen mal hinterher zum Ballsaal. Oh. Oh nein, der Weg ist versperrt. Lord Abel, was ist mit dir los? Ich meine, es ist dein kitschiges Schloss. Ich will ja nichts sagen, aber musst du dich nicht eigentlich um die ganzen Sachen kümmern? Please, stop her. I'll go to the village and bring the police. Bitte halte sie auf. Ich gehe ins Dorf und hole die Polizei. Was zu Fuß oder was unterwegs? Pinst doch ein. Dankeschön. Ein Flügel. Na. Oh nein. Einige Klaviertasten fehlen. Das ganze Schloss ist marode. Ist eigentlich nur Schein. Das finde ich wieder gut. Ja, der Ballsaal. Was soll ich sagen? Wo ist seine Harfe? Da unten. Also, nein. Ich habe erst einen Flügel. Und wir haben doch bestimmt Karten. Zwei Stück. Ich habe ja gerade schon einen kleinen Herzkasper bekommen und dachte mir, was, ist das Spiel jetzt etwa schon zu Ende? Wir haben doch noch gar nicht alle Karten. Das war mein erster Gedanke. Eine Uhr, natürlich. So, ein Chamäleon-Objekt. Und hier ist die zweite Karte. Ja. Vielleicht kann ich dieses Schild später benutzen. Doch zuerst muss ich ihn da runterholen. Nein, zuerst müssen wir wimmeln. Ist doch klar. Ach du, wir suchen Ausschnitte. So kann man es, glaube ich, sagen. Hier ist eine Bürste. Hier ist Obstkorb oder sowas. Ja. Boah, es ist schon, also das ist ja mal richtig überladen hier. Aber gut. Das ist echt Reizüberflutung mit dem ganzen Gold. Hier ist irgendwas aus Leder. Schleife. Brille. Ich bin ja irgendwie, hänge ich die ganze Zeit an der Bürste fest, aber ich sehe ja gar nicht die Sachen.
mal das nicht. Hier blinkt es, dann drücke ich doch da einfach mal drauf. Ja. Die Püppi. Katze, dich brauchen wir erstmal nicht. Ein Strohhut. Dann irgendein Fell von der Katze wahrscheinlich, genau. Dann haben wir die Bürste, da ist sie doch. Buntstifte, oh nein. Ja, wo sind die denn? Ach, dumme Frage. Das muss hier oben irgendwo sein. Nee, es war das Kissen. Nee, die nicht. Da sage ich doch die Lampe, aber es ging vorhin nicht. Also, das sieht doch aus hier wie so ein Stück Blumenvase oder so. Nein, ich wollte nicht zurück. Ich habe da gerade was gesehen, aber gut, da kann man nicht drauf drücken, alles klar. Das ist auch nicht. Hier Leder vielleicht. Ah. Gut, und komm, so ein markantes Muster hätten wir doch schon längst gesehen irgendwo. Okay. Ja, egal. Gut, wir haben mal wieder einen Kerzenständer. Wir haben ein Feuerzeug. Jetzt fehlt uns nur noch eine Kerze. Ja, vielleicht kann ich das mit etwas anheben. Was? Strom? Okay. Ach, wir brauchen drei. Oh. Und Noten wahrscheinlich auch noch. Hier fehlt ein Knauf, den man wahrscheinlich einmal so rummacht. Aber es wird nicht der Kerzenständer sein. Ja, ich habe leider erst einen Flügel. Gut, ich gehe nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Halle nochmal was suchen können. Aber ich glaube nicht, nee. Ich wollte gar nicht hoch. Gucken wir mal auf die Karte. So. Hier wäre was zu tun im Ballsaal. Was ist denn eigentlich mit dem Teppich hier? Was für ein wunderschöner Ballsaal. Dies wäre wahrscheinlich der Ort für die Hochzeit von Katharina und Niklas gewesen. Ja. Könnte sein. Gut, also, wir brauchen Klaviertasten. Wir brauchen hier irgendwas zum Anheben. Warte mal. Ah. Das könnte elektrifiziert sein. Ich sollte meine Hände schützen. Ja, Glas leitet auch so gut. So, gib mir mal die Harfe. Ach, die gibst du nicht? Okay, wir brauchen also noch eine zweite Harfe. Sowas. I, was ist denn da los? Igitt? Ja, aber wirklich.
Terrasse. Hm, genau. Heieiei. Oh, eine Karte. Ey, der Lord ist ja sowas von geschmacklos. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn es wirklich vorher jemand anders gehört hat, und auch das ist ja keine Seltenheit, natürlich die Frage, was dieser komische Alchemist da vorher gemacht hat. Oh. Ja, wir haben die Karte. Was haben wir denn hier eigentlich? Gummihandschuhe. Ach Gott, das Messer ist kaputt. Ah, brauche einen anderen Griff. Oh, Puzzleteil. Na, was ist mit dir los? Das scheint nicht ganz zu stimmen, aber wie soll es aussehen? Ich habe keine Ahnung. So hoch kann ich nicht springen. Wir brauchen eine Brücke. Ach Gott, hier kann man Strom abstellen. Der Schalter ist weg. Ich frage mich, ob Katharina ihn genommen hat. Nee, das habe ich mich tatsächlich nicht gefragt. Hier können wir nicht hin. Eieiei. Gut, also wir brauchen eine Brücke. Wir haben Stoff. Gut, nochmal raus auf die Terrasse. Über die Leiter. So, der Strom ist ausgeschaltet. Wir können wieder runter. In den schönen Ballsaal. Was müssen wir denn hier noch machen? Können wir da einfach durchgehen? Nee. Ist zu gefährlich. Also wirklich. Kaputt machen. Nö. Oh, warte mal. Ich sehe da noch ein Puzzleteil. Ach, wir können da gar nichts weiter machen. Ach so. Das ist ja mal schade. Wir haben ein Brett, ein Brecheisen. Okay, wir können also irgendwas noch kaputt machen. Wäre schade um das schöne Klavier. Ja, was fehlt dir denn? Also hier brauchen wir die Brücke. Hier ist noch Stoff. Und ein Brett sogar. Na, warte mal. Den brauchen wir nicht. Okay. Wo gibt es die anderen vier Nägel? Gucken wir hier nochmal rein. Ach. Okay, haben wir schon mal vier Nägel. Ach komm, wir können ja da hoch. Get away, or I'll kill you too. Sie kann von dort nicht wegrennen, aber wird sie wirklich schießen? Ich glaube nicht. Ich nehme erstmal die Karte. Oh, was machst denn du da? Warum hängst du denn da so rum? Und die zweite Karte. Da. Juhu. Okay, 37 und 52 haben wir gefunden. Die nehme ich auch schon mal mit. Mensch, Giselle, was machst du denn?
muss mich verteidigen. Die lässt uns aber auch wirklich erstmal ein bisschen Zeit. Das finde ich total nett von ihr. So, Bretter, Hammer, Nägel. Jawohl. Sieht's auch aus, wenn ich Nägel einschlage. Ah, voll daneben. Und? Haben wir ein Wimmelbild? Sowas ähnliches. Wir suchen 12 Tauben. Und noch 2. Hä, wo sind sie denn? Ach, da ist noch eine und... Okay, eine brauchen wir noch, aber... Ach, das ist richtig gut gemacht. Und wir suchen Paare. Toll. So, du bist schon mal kein Paar. Ich weiß gar nicht, was ihr sein sollt. Nee. Ach, falsch. Zahnrad, Zahnrad. So, 2 Paare brauchen wir noch. Eine Puppe. Ja, was kann man denn hier noch wegschieben? Hm? Ah. So, und wir haben die letzte, ja, die letzte Klaviertaste, aber wir brauchen noch das Notenblatt, dann machen wir den Wasserspeier. Beim nächsten Mal, dass er wieder schick aussieht. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir Katharina, ob wir Giselle retten können und Katharina irgendwie auch der Polizei übergeben oder was wir auch immer mit ihr machen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall danke erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.